Okay, Hermann Göringstraße. Ja, gut, von mir aus Eroberung. Heißt sehr viel hin und her laufen. Und ich darf wieder als Letzter spawnen. Ach, das ist doch schön. Gibt nichts Schöneres, als dass man hier als Letzter aufs Spielfeld kommt. Ich meine, wir haben einen guten Start, aber wenn wir den Start nicht gut hätten, was wäre dann? So, erstmal in beide Richtungen, mittig zentralen Posten aufgebaut. Kontrollpunkt Bravo gehört uns! Danke fürs Mithelfen. Guter Junge. Brauchen nämlich den Posten hier, damit wir in beide Richtungen manövrierfähig sind. Gut. Wenn die Gegner sich auf die Außen verteilen und die Punkte dort angreifen, renne ich mittig durch. Das klappt in 95% der Fälle. Aber irgendeiner sitzt immer irgendwo rum und campt. Ich spiele ja auch hier nicht alleine. Nichtsdestotrotz schauen wir mal, ob wir ankommen. So, Roland ist der Erste, der den Punkt erreicht. Wenn er nicht festhängen würde, würde er da auch rüberklettern. Die sitzen alle oben im Haus und ich stehe unten. Wehe, du stehst mir jetzt von oben in den Rücken. Teilen wir erstmal ein bisschen was, kann ich schaden. Und so wie es aussieht, hat der Gegner auch nicht wirklich mehr Bock. Wenn ich es nämlich jetzt hier noch schaffe, das Ding so ein bisschen zu barrikadieren, haben die hier echt ein Problem. Gut, okay, wir gehen Richtung B. T34 auf der Straße und ich kriege ihn nicht markiert. Müssen uns alleine machen. Hat er gut gemacht. Sehr schöne Aktion. So spielt man das. Gibt's nur 1 plus mit Sternchen. Irgendwer hat hier doch geschossen. Ja, tut mir leid. Unser MG, was hier schießt. Schöne Maschinenpistolen hier. Können wir da irgendwie markieren? Ich würde gerne für alle pingen, das wäre echt toll. Würde ich auch gern machen. So, eine für jetzt. Und was soll's, das lohnt sich ja alles nicht. Und eine für später, zack. Ja, ist mir egal, den hast du. Glückwunsch. Eigenen Stacheldraht gelaufen. Beim eigenen Stacheldraht festgehalten. Wäre ich schon längst drin gewesen. Der Gegner hat die Hälfte seiner Verstärkung verloren. Gut gemacht, Jungs. Erstmal fallen lassen. Die anderen spielen hier aber auch gut, ja. Mich hat's erwischt, die anderen schießen über den Haufen. Ja, es ist. Diesmal hier Postenverteidigung. Es sind alle da. Ja, der Gegner komplett in die Verteidigung gedrängt, ne? Ich komme nur einfach nicht dazu, irgendwelche Punkte zu machen, weil, ja, bei mir gleich Bomben runtergehen. Es wird halt nur auf mich geschossen. Es ist ja so. Das ist ja kein Scheiß. Ja, du gehst dahin, er schießt mich, die anderen beiden leben. Wenn ich überlebt, hätte ich jetzt die Punkte. So ist halt Ende Gelände. Na, da kommt der Flieger an.
Schieß doch nicht. Wir brauchen Artillerieunterstützung. Ja, komm. Ist eigentlich scheißegal, was wir hier machen. So. Ich sag, es wird nur auf mich geschossen. Dann treffe ich nicht. Jetzt treffen wir mal. Okay, so geht's auch. Wenn du hier reinkommst, werfe ich dir das Feuer vor die Füße. Jetzt tötest, ist mir das egal. Es war so klar, dass da noch eine S-Mine liegt. Es ist einfach, da kullert mein Arm. Es ist einfach schön. Ja, wenn ich nichts zu tun habe, keinen erschießen kann, weil alle irgendwo, weil das Spiel ist durch. Das wissen wir jetzt alle, da passiert auch nichts mehr. Erst wenn die jetzt überraschenderweise noch irgendwo einen Punkt kriegen würden, stellt der Roland sich hin und barrikadiert noch ganz, ganz gemütlich, ganz langweilig. Das bringt viel, wenn man die Angriffszonen einfach ja, du brauchst nicht mehr kommen, die Sache hat sich erledigt. Wir haben das Gebiet unter unsere Kontrolle gebracht. Sieg! Hätten wir uns auch sparen können. Das Spiel läuft bereits, ja, ich weiß. Schön. Kam zu nix. Das ist so ein Spiel, wenn alle Punkte eingenommen sind, kann ich nichts machen. Oh Mann. Ach komm schon. Wir wollen noch was Ordentliches haben. Am besten Angriff. Ah, gut. Dann können wir mal kurz gucken, ob die Jungs hier irgendwie. Hier sind alle voll equipped. Die haben. Die müssten. Also ich müsste eigentlich mal Panzer fahren. Aber will ich nicht. Will ich nicht. Will ich nicht. Ich nicht. Zerstörung, ja. Und das war diesem beschissenen Flussufer. Wenn wir jetzt angreifen dürfen, dann wird das. Dann wird das gut. Nein, wir dürfen verteidigen. Heute ist Verteidigungstag. Es ist einfach unglaublich. Okay. Warte, ich nehme erstmal meinen Bob-Trupp zum Bauen. Erst ein und dann zwei Sprengungen. Das heißt, wenn wir jetzt hier wirklich gut arbeiten, dem Gegner schon mal alles entgegenwerfen, was wir haben. Du stehst natürlich da. Und schon wird gecampt und gesnipert. War ja klar. Und es ist sofort der Pionier tot. Sofort! Ich weiß nicht, also das ist absolute Weltklasse. Wie gesagt, ich würde gerne mal wissen. Und schon, dass ich durchs Aluminium unten durchschießen kann, ne? Kriege ich den noch in Sicherheit, um zu funken? Nein, kann ich nicht. Ich hab eine! Ich hab eine! War klar, dass sie über rechts kommen. War zu erwarten. War zu erwarten. Wir haben aber noch keinen Posten hinten. Ich habe gehofft, dass wir da. Okay, wir haben das APC vor Ort. Das ist gut. Das ist sehr gut. Was wir aber nicht haben hier, ist ein Posten per se.
Panzersperre for the win. Wenn hier einer reinhält, sind wir am Arsch. Mal so. Der war gut. War zu erwarten. Okay, der Gegner bezieht dort hinten Stellung. Komm, schieß auf mich. Wir machen jetzt Hundewache hier. Warum stehen wir denn draußen? Das ist das im Königreich far, far away. Und jetzt reicht's mir. Jetzt hol ich einen Panzer. Das Problem ist, der Punkt wird jetzt zu 200% eingenommen direkt. Ja, natürlich zieht ein anderer jetzt auch einen Panzer. Das war aber garantiert nicht. War so klar. Junge Gott, das ist ein Scheißdreck. Es war so voraussehbar. Roland ist tot, Punkt ist eingenommen. Das ist, ja, wie das andere Spiel. Es ist einfach logisch. Weil uns fehlt einfach die gesamte Infanterie, wenn ich weg bin. Weiterfahren. Das ist alles wieder zugemauert. Unser Ziel wird vermint. Unser Ziel wurde vermint. Entschärft den Sprengsatz. Was ist das hier? Glaubst du, da rennt einer rein und hilft? Vom einen Schuss kann ich wenigstens abgeben. Es ist wirklich, weißt du, sowas wünsche ich mir immer für einen Gegner. Ich komme nicht mal dazu, einen Schuss abzufeuern. Und schon ist alles verloren. Es ist immer, ich weiß nicht, ich finde sowas unfair. Ja, der Gegner darf campen bis zum bitteren St. Nimmerleinstag. Camping, camping everywhere. Ihr spielt gegen fucking Hero Roland und der lässt sich hier sowas nicht nehmen. Tja! Arschlecken! Der Feind platziert die Sprengladungen. Was ein Unterschied zwischen der gewinnen will und der halt zurückzieht. Und Roland zieht nicht zurück. Ich rufe die Artillerie! Verstanden! Es steht zu Feuer! Eins nicht wollen, dass hier einer durch die Fenster schießt. Durch die ja. Lass mal zumachen, den Verein da. Dann gehen wir da mal durch. Zurück in den Kampf!
weiß nicht, wo er steht, aber wir kommen trotzdem. Okay, hat sich erledigt. Fällt doch überhaupt nicht auf. Das Einsatzfreunde, schon mal davon gehört? Haben wir es noch geschafft? Ich glaube ja, aber ich bin mir nicht sicher. Ah, sieht gut aus. Jetzt können wir sterben. Alles klar. Guter Job. Wahnsinn, wie sich das Spiel auf einmal komplett ändert, ne? Ja, ich gehe wieder aus dem Panzer raus. Es war ein Fehler, mich abzuknallen, der. Ja, und ich sofort. Ach, wir haben hier keinen Posten mehr dann. Bleibt markiert. Da wird reingehalten. Und das Wasser können. Wird draufgehalten, gesnipert, gecampt. Mich hast du doch gesehen. Jetzt erzähl mich nicht, du hast mich nicht gesehen. Zack. Natürlich, ich kann hier nicht liegen. Gegner nicht. Da oben. Ha! Ich bin tot, aber das ist mir egal. Sehr gut, hab ihn noch erwischt. Würde mich jetzt jemand erschießen? Danke. Der gute alte Klassiker. Der Gegner hat gecampt, gewartet. Und mir hat diesmal jemand geholfen. Ich glaube, es wäre von Vorteil, hier noch eine Wand hinzustellen. Ich weiß nicht warum, aber ich bin Fan davon. Natürlich, da wird drauf gehalten. Oh, der Ende, immer gib ihm. Ja Leute, ihr habt 500 Spawns verloren. Ihr mögt 600 getötet haben. Lebst du noch? Sehr gut. Soldat, sofort umkehren. So, wenn du mal einen Panzer hast. Der Panzer hat Vetorecht. Schön gewesen. Macht er aber nicht. So. Na, haben wir aufgegeben. Kein Bock mehr. Feuer auf den Platz! Verstanden! Feuer! Total unnötig, aber... Ich hab's Spiel entschieden. Nein. So sah aus, als wenn einer gesessen hat. Mal spazieren. Ja. Kann mir jetzt hier noch eine Munibox hinstellen. Jetzt kann ich hier campen. Die haben aufgegeben. Also, auf jeden Fall haben die jetzt irgendwie keine Lust mehr.
Den hat's erwischt. Wenn mich jetzt gleich holen kommen, dann nehmen wir nochmal Munition. Können wir oben mal kurz gucken. Sehen tun wir niemanden. Bombenstimmung. Mein Posten steht. Schlecht geschossen. Ach, da ist noch einer. Das ist ja wieder der Hammer. Der Mörsertrupp. Ja, mein Posten steht absolut goldig. Ne? Das ist einfach schlimm. Steht da so extrem böse und es kommt halt keine Artillerie, ne? Handgranate. So, wir probieren's. Eine Ahnung, wo der Posten steht. Der lebt noch. Die KD von da drüben, die muss echt spitze sein. Also, wenn nichts funktioniert, aber hinten campen, Junge, eins mit Sternchen. So, wir werden jetzt auch ein bisschen auf die Artillerie. Ich will da gar nicht, ich will gar nicht in diesem Packding stehen. So. Krieg ich es jetzt hin? Ich wollte jetzt gern 2 Sekunden campen. Wo ist die Bombe runtergegangen? Irgendwie habe ich das Gefühl, die trifft mich. Nein, trifft die nicht. Gut, dann können wir jetzt hier auch campen. Entfernung, ungefähr 80 Meter. Feuer. 90 Meter, gut. Alles klar. Ach, du kommst nie zum Campen. So, ich muss wieder nach vorne den Posten wieder aufbauen. Noch ist nicht durch. Wir brauchen Artillerie unterstützen. Artillerie! Feuer! Ganz ruhig bleiben. Bisschen nervös geworden. Ist mir scheißegal. Schieß doch. Jetzt sind wir noch dran. Als Maul da hinten. Wenn ich hier einen reinsetzen könnte, das wäre schön. Können wir da noch einen raufsetzen? Wäre schon toll. Hey, du läufst da noch. Zack. Läuft mit den Mollys. Ist mir egal. Gut, du stehst hier drin. Ach, verdammt. Also KD-technisch, ne, können die da richtig reinhalten, ne? Und wenn die Pack irgendwo da hinten nicht gestorben ist, dann steht die auch noch, wenn der Server runtergefahren ist. Alles kein Ding. Warum? Steht mein Boss noch oder steht er nicht mehr? Das war doch jetzt erwarten.
Naja, stehen hier zwei, das ist schon mal gut. Es ist halt... Es wird halt nur abgefarmt, ne? Es wird nur abgefarmt. Es geht da keiner rein, selbst der, den ich erschießen wollte, weil ich gedacht habe, der geht rein. Ne? Der tat es auch nicht. Ne? Es wird nur versucht, abzufarmen. Es wird hier so hart abgefarmt, das ist unglaublich. Keiner bewegt sich hier rein. So. Unser Mann. Ich bleib drinnen stehen. Wir gewinnen das Spiel jetzt. So, das ist einfach jetzt... Wenn die was wollen, müssen die rankommen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn du da nicht rausgehst und die letzten 50 erschießen, schießen die weiter. Ja, aber wir haben auch unendlich Spawns. Ja. Das war so klar. Du guckst raus, One-Shot. Die sitzt einfach nur noch am Abfarmen. Du müsstest alle KD von denen streichen. Einfach mal 0 Punkte und wirklich mal denen alles zurücksetzen. Hinten läuft einer. Den werden wir nicht kriegen auf der Entfernung. Ist aber auch scheißegal. So, letzt... Dann kommt der von hinten rein. Weißt du... Ja. Auf der letzten 12 Spawns schaffen sie es wieder. So, einfach mal rein. Nur gecampt, gewartet, irgendwo in der Ecke gesessen und dann von hinten ein bisschen einmal gepusht. So, jetzt komme ich rein. Hast du gemacht? Gut. Den Rauch vor die Flinte werfen, hier nochmal eine Essmine hinwerfen. Ja, und das war's jetzt. Glückwunsch. Bitterhart gecampt der Gegner und nichts erreicht. Absolut wirklich unfassbar. Es ist immer wieder unglaublich, dass man das ganze Spiel manchmal wirklich auf immer eine Situation runterrechnen kann. Ne? Das ist... Ja, das Ding ist bei 99 oder 95%. Ja. Ich renn hin, werf den Molly, werf um mich da mit allem, was ich kann und entschärf halt die Bombe. Nicht, weil ich irgendwie wieder clever agiert habe oder irgendwas, sondern einfach nur, weil ich es wollte. Vollen Einsatz. Spiel gewonnen. Das ist ja ganz toll. Ja, guck dir das an. Es wird halt nur da hinten gestanden. Weißt du, dass solche Leute nicht gesperrt werden? Oder nur gegen solche Leute spielen, die genau dasselbe machen. Da gibt es dann keinen Punkt... In der Mitte wird eine Wand gezogen aus Glas, damit keiner einen töten kann und dann könnt ihr sich gegenseitig angucken. Und das stundenlang. Einfach nur, um die mal zu trollen. Und zu wissen, wie das ist, wenn man da nichts machen kann.